Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Force Mod Let's Play zusammen mit dem Markus. Halli, hallo, Popöchen. Halli, hallo, Hallöchen, Popöchen heißt das, Ben. Nein, das Hallöchen, das ist Spamer sich. Begrüßung. Hast du dich doch in deinem Part letztens gefragt? Nein, Gronkh habe ich nicht gefragt. Ich habe nur gefragt, wie es was Commander Krieger ganz genau hat. Nee, und dann hast du gemeint, das ist ja dann Markenzeichen und das machen ja viele so, und dann habt ihr, glaube ich, alle zusammen darüber gerätselt, ob Gronkh das jetzt macht oder nicht. Was? Das war Hallöchen, so eine Begrüßung. Ja, ich weiß nicht. Er macht das, aber zur Begrüßung von jeder Aufnahme, und das sind dann manchmal alle 20 Parts oder so, je nachdem, wie viel er halt gerade aufnimmt. Er macht ja auch relativ viel am Stück, oder? Ja, zumindest hat das bei den Projekten, die ich geguckt habe, halt Minecraft hauptsächlich. Eigentlich immer sehr viel am Stück gehabt. Ich finde das jetzt so lustig, wie sich halt, was man so immer hört. Ja, wie schaffst du das, dass man da halt das, was man so von anderen hört, halt so. Wie schaffst du da einfach, weiß nicht, 15 Parts am Stück aufzunehmen oder sowas? Ich könnte das nicht, oder? Weiß nicht, wie ich den einen Tag habe hier 42 Parts, glaube ich, aufgenommen gehabt einmal. Auf einen Tag, weil ich einfach ja, gesagt habe, ja, der Tag ist Produktionstag und ich produziere und da wird nicht viel Pause gemacht. Ich zwischendurch weiß nicht immer so. Höchstens eine Stunde oder eine halbe Stunde Pause und dann das nächste Projekt startet. Und na, wie schaffst du das? Ich so, keine Ahnung, bei mir macht das überhaupt nichts so lange Sessions halt. Das ist, glaube ich, auch nur Gewohnheitssache. 40 Folgen oder so wären ein bisschen. Na, von einem Projekt hier schon. Von der Stimme her, sag ich mal. Obwohl von einem Projekt vielleicht gerade, wenn, ich sag mal, wenn. Wir hatten ja auch schon mal diese eine Session, ich glaube, das größte war in die 27 Parts oder so bei Tour Bus. Und, das ist dann einfach so, dann macht das Spielen gerade Bock und dann geht's einfach nur noch vorwärts. Und dann kann ich's verstehen, wenn man 20, 30 Parts am Stück sogar aufnimmt, ohne ja. Große Pausen. Aber weiß nicht, dieses ganz viele so mit vielen kleinen Pausen, das finde ich jetzt auch nicht so ganz angenehm. Aber ich find's irgendwie komisch, wie einige, boah, ich habe heute mal 5 Folgen am Stück aufgenommen. Frage ich mich auch irgendwie. Ja. Weiß nicht, wenn ich weniger am Stück aufnehme, dann ist das für mich immer, da kommt nicht so wirklich Spielfluss auf, weil sofort irgendwie wieder vorbei ist. So, wieso liegt da eine Baumstamm? Also da ist die Spitze. Sag mal so, ab 6 Folgen ist eigentlich eine Aufnahme, alles darunter ist mal kurz so. Ja, stimmt. Kommst du gerade raus? Nee, ich häng gerade raus. Brauchst noch an. Länger, oder was? Einen Moment brauche ich noch. Ja, dann renne ich immer rein. Ich will irgendwie gerade nicht so gerne kuppeln hier. Vielleicht kann ich noch ein, zwei Bäume umfällen. Wahrscheinlich hast du jetzt gerade Mörderlag. Na, ich bin gerade am Laufen. Ich hoffe, dass ich auch. LS und zwei Monitore ist immer wieder geil, wenn man kurz auf die Maus geht für Kamera umstellen und der auf einen anderen Monitor geht. Okay. So. Aber der Hang ist schon bald leer. Da vorne, halt ganz vorne, aber die machen wir ja nicht. Wir haben ja nur das Stück da, haben wir gesagt. Ja, halt ja, bis das Stück, wo wir unten schon freigeräumt haben. Ja. Da ganz hinten finde ich auch irgendwie blöd mit dem Gebüsch. Hier soll halt, das sind die ganz alten Bäume in dem Wald und die müssen so langsam mal weg. So. Schneide gerade noch ein paar. Sag, wenn du nachher rausfährst, dann komme ich ja, gleich mit raus. Ja, ich bin dabei rauszuziehen. Ah, okay. Vielleicht geht er so halbwegs hier um die Kurve. Dann bin ich schon am Weg zu dir raus. So, hüpfe da drüber. Zack, zack. Kommst du um die Kurve? Ja, es geschafft. Es sind ein Haufen, es sind da unten, habe ich jetzt gesehen, einige Spitzen liegen da, die sich ja, so schief schon reingeschoben kann haben. Kann wohl sein, muss man schauen. Die werden aber nicht anders wegbekommen, sinnvoll. Ja. Okay, muss jetzt mal in den MP-Trag einsteigen, dann wieder aussteigen, dann wieder Kettensäge nehmen, dann kann ich erst wieder arbeiten. So, und jetzt habe ich nicht geschaut, jetzt ist die Motorsäge gleich leer. Deshalb gucke ich, dass ich die jedes Mal vorm Reinsteigen, bevor ich aufhöre, ja. Die zu benutzen, halt einmal auftanken. Und meistens, wenn ich aussteige, instinktiv direkt auch nochmal auftanken. Dann geht es ja eigentlich nur noch leer, wenn man lange Entastungssessions macht. Ich weiß nicht, 5 Minuten oder so hält die, glaube ich, durch. Danach musst du tanken. Was, 5 Minuten Dauerklicken? Glaube ich nicht. 5 Minuten Dauer, glaube ich nicht, aber ich sag mal 5 Minuten entasten. Bei meinem Tempo so ungefähr. Ja, aber da drückst du ja auch Dauer, oder nicht? Ja, so ziemlich. Ich habe bei meinen Tasten ja immer Dauer drückt, weil ich ja nie ganz genau gewusst habe, wo ich jetzt bin oder nicht. Oh.
Aber in Asten muss ich Boah. sagen, geht sogar, glaube ich, im Moment Guten. seit dem neuesten Patch wieder etwas besser, Es ist was? gerade ganz schlimm. Der Haufen wird immer breiter. Die rutschen gerade wirklich auseinander. Ah, Wir dann sollten müssen wir die jetzt wirklich gleich. aufladen. Okay. Halt, ich weiß nicht, ob wir da noch die. Es sind noch 20 circa drinnen, schätze ich mal. 15 bis 20. Gucken wir dann später, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ja, wir können es Ich hol gleich probieren, mal den aber. LKW. Na, du musst jetzt auf die andere Seite. Den LKW kann ich jetzt auch mal rüberfahren. Ich bin eh noch nicht LKW gefahren. Dann fahr du LKW. So, dann stelle ich mal den WF-Truck auf die andere Seite. Ich meine, der hat ja sogar Battlefield auf der Seite drauf, also eigentlich genau dein Metier. Ja, ich schaue schon wieder länger her. Hat es ihn eine Zeit lang mal vor, das einmal die Woche zu bringen? Halt ein Naja, Match. ich wollte am Wochenende eigentlich immer so zwei Parts, das haben wir eh eine Zeit lang gemacht, aber ja, es ist halt, weiß nicht, das hat nie so richtig die Freude gemacht nachher zum Aufnehmen. Halt, zumindest damals war es noch so. Ich Das hab's war mir noch nicht irgendwie. mal installiert, Battlefield 4. Und du hast es ja auch, stimmt. Ich hab irgendwo einen Key, ja. Von irgendwoher bekommen. Ja. Warte mal, von wem habe ich das überhaupt Ich bekommen? weiß gar nicht, von irgendwem hast du es bekommen, das hast du irgendwo nochmal erzählt. Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Ist auch schon fast ein Jahr her. So, ich bringe die Spitzen aber gleich noch vor. Jo. Vorne passt eigentlich alles soweit. Aber wir werden den eh relativ schnell beladen, denke ich. Ja, glaube ich auch. Außer der funktioniert nicht. Das hoffe ich jetzt. Das Verschreiß wäre nicht. scheiße. Verschreiß nicht. Irgendwie So. freue ich mich aber da auf den LS15 Trailer, weil das wird dann Tridem. Das hier ist ja nur ein Tandem. Wie meinst du, Ist Tridem? schon cool. Halt Dreiack. Und das Das sind ist jetzt Dreiacks. nicht gut, Guten, was du gemacht hast. Warum? Naja. Aber du bist Was eh hast du? ETS gewohnt, ist. Na, fast noch ein bisschen, dass ich gleich links rein. Ach Danke. so, weil du mit dem MB-Truck. Ja, ich wollte eh näher an den Haufen, dann kann man da auch noch an der Seite vorbeifahren. Ach so, okay. Zu nah würde ich aber auch nicht, weißt du, wir müssen uns immer drehen. Na, bleib so stehen, würde ich. So, Glaubst jetzt. du, hat er ein bisschen vorwärts noch? Eher zu dir nach vorne, weil bei Ja, mir ist so ein. sollte passen. Dass du nur gerade reinlegen musst. Solltest vielleicht noch ein bisschen, oder? Noch weiter zu mir, meinst du? Ich glaube schon, ich weiß nicht, keine Ahnung. Weil bei mir, ich kann leichter hin und her fahren nachher, aber du kannst nachher. Du müsstest. Ich denke mehr so in die Mitte. Also, weil wenn er sich nachher dreht da beim Kurvenfahren, wird, du darfst nicht so weit so viel Fahrerkabine vorlegen. Und das ist besser, wenn Ja, man so das. wird passen. So. Dann schauen wir mal, was wir zustande bekommen. Jetzt wird's interessant, ja. Ich habe Hast du drei. drei Stück Ja. genommen? Okay, dann muss ich ja nur einen. Nein, 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 guten, nicht ausfahren. Ja, ich hänge unter So. dem Anhänger. So. Boah, das wird grausam. Was? Zumindest wenn wir drei nehmen, weil ich hier nur noch am Rumschwimmen bin. Kann Wir kaum was sollten machen. fast nur zwei nehmen. Maximal. So, lass aus, oder? Aber das liegt gut. Ja, der eine, du ein bisschen drauf drücken, dass der eine sich um rüberlegt, vielleicht. Den einen, was da oben liegt, drauf. Kannst den einmal greifen. Achso, du bist jetzt da, noch da am Tun. Ja. Siehst du, welchen Sollte ich habe? sich. Ja, hoffentlich komme ich da Geht sich dran. aus, ja. Zu Boah, schwimmen. sonst. Boah. Noch rein. Können wir schon fallen. Du darfst nachher nicht vordrücken mehr. Weil sonst drückst mich weg. Ich mache ja nichts mehr, ich habe nur gedreht. Es ist am besten, wenn ich auslasse und du positionierst das. Okay. Ah, da, ja, positionieren gut und nicht runterlassen. Ja, ich kann ja da hinten nichts mehr dran ändern, wenn er Nein, einmal nein, ich liegt. meine, dass du es runterdrückst, dass sie sich nebeneinander hinlegen einmal, gescheit. Ja, aber das wird eh, wenn der voller wird. Bist du sicher?
Danke So, schon. aber ist wurscht, nimm den nächsten. So. Boah, also ganz so geil finde ich das irgendwie nicht. Du bist. Hast du da mehrere? Ja, zwei habe ich drinnen. Weil irgendwie hast du den halben Haufen hier in der Hand. Na, 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 na. Du Zumindest bist. optisch. Drei Stück sind's Die bei wandern dir. alle auf dich zu. Wo greifst du bitte gerade hin? Ja, ich Nein, hab nein, das keine ist der. Ahnung, Nein, wie. nein, du musst. Okay, du hast jetzt den Der, falschen. der sich nur Das ist der bewegt. kurze, den du musst in den unteren nehmen. Warte, ich tu nochmal zu dir hin. Boah, Perfekt. nee, das macht so keinen Spaß, ehrlich gesagt. Findest? Irgendwie so, dieses mit dem Doppeltgreifen, Irgendwie hat das er da reißt jetzt. die in alle Richtungen irgendwie. Naja, er hat jetzt gerade irgendwie. Keine Ahnung. Ich muss aufmachen einmal, dass er deiner rausfliegt. So, du brauchst den anderen, musst du jetzt nur reinheben. Ich habe ihn jetzt mal drinnen. Du brauchst ihn nur drüber heben nachher noch. Normalerweise können wir auch so machen, dass ich reinhebe und du hebst danach rein oder so irgendwie. Ich habe auch gerade irgendwie nur 15 FPS bei der Arbeit, wenn wir beide immer zugreifen. Ich habe ganz normal meine 30. Aber das werden die ganzen Collies sein, weil hier ist gerade bei mir auch alles in Bewegung. Was ist, wenn ich einfach nur Ich glaube, ich reinlege? komme da fast nicht drüber. Bin ich drüber? Ja, du kannst mich schon runterlassen. Na, jetzt ziehe ich da irgendwie auf den Greifer. Mach Schwimmstellung an. Hilft nicht. Streif ihm ab, fahr jetzt weg, oder fahr weg ein Stück. Jetzt hat er den umgeschlagen irgendwie. Willst du wieder drei nehmen? Naja, ich habe drei Gegen. Griffen unabsichtlich. Das ist beim Ho. Ja, dann. Wir können es ja probieren, aber Ja, ich liege eh gerade es wieder. ist dann ein Warte. bisschen Glückssache. Ja, ich lieg, ich komm, kann ich gar nicht draufgreifen. Warte, vielleicht stellst du mich jetzt wieder auf. Bin mir aber nicht sicher. So, jetzt hat's mich wieder aufgestellt. So. Na, jetzt haut's mich wieder unten, du darfst nicht so hoch. Ja, aber wenn ich tiefer Ja, mache, dann kommen wir nicht in den Anhänger. warte. Du nicht, ich lass aus. Bringt nichts. Ich komm grad, ich stehe komplett weit weg jetzt schon. Eigentlich geht das nur immer mit einzelnen Nein, weißt du, was wir One-Hit. machen? Ich probiere mal aus, was ist, wenn man das Schild runtergibt. Angeblich soll er dann besser Halt haben. Ja, habe ich noch nie was von gemerkt. Oder? Nein, lass muss. Aber man muss ihm irgendwie anders. Ja, zumindest zwei gehen, aber ich weiß nicht, Du das ist halt könntest den beim. einen, der da auf dem Anhänger liegt, mal bei dir vernünftig hinlegen auf der Seite. Wo? Den einen, der einmal quer drüber liegt. Der liegt hier halbwegs gut. So. Besser. Oh, wird schon. So, welche hast du jetzt? Du hast da irgendwelche anderen beiden. Nimmst du mal die, was ganz beim Anhänger liegen? Na, du hast jetzt nämlich zwei komplett verkehrt. Die sind bei mir komplett auseinander, nämlich. Ja, dann nimm einen davon. Machen wir doch die ganze Zeit schon so. Ja, aber dann links komplett schief aus. Warte, ich habe eine Spitze dabei. Kannst du noch weiter aufheben? Danke, warte mal, warte, stopp, geht. Schwimmstellung an. Drüber. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist los? Ja. Oh, du bist zu weit. Oh, hinten. Bist du wahnsinnig? Das ist, weil so weit auseinander liegen. Halt, jetzt ist nicht anders gegangen. Nehmen wir gleich den, was ganz neben dem Anhänger liegt, gleich, würde ich sagen. Soll ich den zweiten gleich dabei nehmen, der daneben liegt? Der hat noch eine Spitze drauf, den müssen wir erst abschneiden. Dann war den eben ab. Warte, dann lege ich meine noch ein bisschen näher. So, warte, ich steig kurz aus. Jetzt auf jeden Fall schon mal gepackt. So. Ja, aber ganz so schön geht das Perfekt. nicht. Das ist halt dann irgendwie alles am Rutschen. Geht schon. Ja, aber es geht eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe hier totales Gekämpfe teilweise. Ich muss nur immer rechtzeitig auslassen, dass sozusagen du noch positionieren kannst. Welchen Nehmen nimmst du wir da nur den jetzt? hier, würde ich sagen. Soll ich ihn Okay. hochheben, dann siehst du welchen? Ja, ich sehe schon. Nur gerade mein Greifer macht gerade, was er will. Geht.
Ja, funktioniert ja halbwegs. Ja, Abladen wird also wir halt haben nur jetzt auch schon Horror. bald den halben Anhänger voll, also. Ja, das wird, ich glaube, das werden mehr als drei Anhänger oder sowas, was wir geplant Ja, haben. kommen wohl sollen. So, ich leg die jetzt noch einfach so rein. Warte mal, bevor du es nimmst. Ich leg sie mal rein und ja, ich weiß nicht, ob du es rauf bekommst. Bekommst du es rauf, gehoben? Weil dann wäre es perfekt. Dann machen Willst wir du die das. bei dir reinlegen und ich soll die dann bei mir reinlegen? Ja, du Kennt kannst sich von oder der du Höhe bekommst eher nicht das. aus. Jetzt komme ich schon nicht mehr dran. Warte, ich schieb's zu dir nochmal. Letztens, warte, ich bin jetzt auf dem letzten Stückchen. Warte, ich fahre ein, dass du dich drehen kannst. Warte, ich zieh wieder aus, dass du dich wieder aufstellst. Du musst noch ein bisschen rüber. Ja. Leichter gesagt als getan. Jetzt liegen sie extrem weit vorne. Ich glaube, das ist ganz okay, oder? So wie sie liegen. Müssen wir uns gleich mal von außen Jo, angucken. aber ich würde Aber das machen wir im sagen, nächsten Part. genau, wir machen das alles im nächsten Part. Bis dann, tschüss. Tschüss.